Hallo, ich kann euch mal wieder ein Buch empfehlen. Und zwar sogar eines, das auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2016 stand, nämlich Die Welt im Rücken von Thomas Melle, ist erschienen im Rowohlt Verlag, im Hardcover, das eben noch relativ neu erschienen ist, hat knapp 350 Seiten. Und ich muss es vielleicht nicht extra erwähnen, weil es nicht so großartig ist, aber ich freue mich immer, es hat ein Lesebändchen. Ich finde es immer total gut. Ihr auch? Ich mag das, wenn ich nicht extra ein Lesezeichen brauche und so, und gerade bei Hardcovern. Ich weiß das zu schätzen. Die Welt im Rücken. Wie gesagt, war auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, was, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich nicht unbedingt jetzt das Mega-Qualitätssiegel ist, denn ich habe schon ein paar Bücher gelesen, die den Deutschen Buchpreis gewonnen haben, und ich war oft relativ enttäuscht. Also ich finde, es werden oft Bücher mit besonders geschichtsträchtigen, schwermütigen, na, vor allem geschichtsträchtigen, meine Güte, Themen ausgewählt, möglichst hochgestochene, komplizierte Sprache, keine Ahnung. Ich finde, es sind einfach keine Gewinner für den Durchschnittsleser. Also da gibt es wirklich andere Preise, die ich mehr schätze, so wie den Man Booker Prize oder solche Geschichten. Ja. Aber naja, dieses Buch hat ja auch nicht gewonnen, ne? Von daher, aber dieses Buch kann ich euch wirklich ans Herz legen, obwohl auch das eine sehr schwierige Thematik ist, denn es ist die Geschichte von Thomas Melle selbst, von dem ich, muss man dazu sagen, vorher noch nichts gelesen habe. Er hat vorher auch schon andere Bücher veröffentlicht, aber das hier, das waren eben Romane, wobei er in diesem Buch auch immer wieder sagt, dass er damit immer Teile seiner eigenen Erfahrungen und seines eigenen Selbst mit eingewoben hat, aber Die Welt im Rücken ist eben wirklich seine Lebensgeschichte, bisherige Lebensgeschichte. Und die ist weder einfach noch schön, wenn man mal ganz ehrlich ist, denn Thomas Melle leidet an einer bipolaren Störung. Er ist sozusagen, ich glaube, damit können die Leute mehr anfangen, wahrscheinlich erst sozusagen manisch-depressiv. Also das heißt, es gibt immer wieder Episoden in seinem Leben der Manie. Also es wird ja oft mit dem Goethe-Zitat verbunden, dieses Himmelhochjauchzen zum Tode betrübt, und so ähnlich ist es nämlich auch. Es gibt die Phasen der Manie, man denkt, man kann alles schaffen, man kann alles machen, man hat die Welt endlich verstanden, man hat so wahnsinnig viel Energie, denkt, man durchschaut die Leute, durchschaut irgendwelche Strukturen, die niemand sonst sieht, und dann irgendwann kommt der böse Absturz und damit die Depression, Selbstmordgedanken, Trübsinn, völlige Antriebslosigkeit. Und wir beginnen diesen Roman, sage ich jetzt einfach trotzdem mal, obwohl es fast so was wie eine Biografie ist, mit einer manischen Episode. Und dadurch muss man sich ein bisschen in die Schreibweise von Thomas Melle hineinfinden, denn man wird nicht sanft eingeführt, also man wird nicht mit irgendwelchen einleitenden Worten an die Sache rangeführt, nein, man kracht mit seinem Hintern volles Rohr rein in die Geschichte, rein in die Manie. Und die Manie bedeutet, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren, mit Menschen zu sprechen, die gar nicht existieren, irgendwelche paranoiden Vorstellungen zu haben. Und da wird man mitten rein gestürzt und ist erstmal selbst ganz wirr im Kopf, weil man für sich sortieren muss, was ist wirklich da, was ist nicht da. Und dann irgendwann wird das Ganze natürlich auch so ein bisschen erklärt. Aber ich fand gerade diese Art und Weise sehr, sehr passend und sehr, sehr gut. Also dadurch lernt man eben mehr zu verstehen, beziehungsweise man lernt zu erkennen, dass es sich eben nicht einfach so erklären lässt und dass eben auch Melle es nicht immer einfach so erklären kann, weil er sich im Nachhinein oft gar nicht an alles erinnern kann, was er während seiner manischen Episoden so getan hat. Er muss es sich von Freunden nacherzählen lassen, er schämt sich dafür, was passiert ist, er hat in seinen klaren Momenten, in seinen gesünderen Momenten keine Ahnung, wie er so handeln konnte. Und genau dieses Gefühl bekommt man dadurch eben knallhart vermittelt. Diese wirren Gedankengänge, dass es eben keinen roten Faden gibt, anhand dessen man genau weiß, was man jetzt als nächstes tun wird. Und das fand ich sehr passend und sehr realistisch. Wir haben hier im Grunde drei Lebensphasen, die beschrieben werden, immer mal wieder im Abstand von mehreren Jahren, weil es einfach seine besonderen Tiefpunkte waren im Leben. Seine schlimmsten Schübe, seine schlimmsten Krankheitsphasen. Und das liest sich alles natürlich sehr, sehr hart. Und ich glaube, dass man als Leser auch
niemals in vollem Umfang nachvollziehen kann, wie es ihm wirklich geht und was er wirklich denkt und was er wirklich fühlt, was im Grunde auch ganz gut so ist, weil ich glaube, wir brauchen diesen kleinen Abstand und diesen kleinen Schutzpanzer und können diese Verrücktheiten manchmal gar nicht richtig nachvollziehen, eben weil, und damit nehme ich jetzt die Leser, die nicht an dieser Störung leiden, wir natürlich gar nicht nachvollziehen können, wie es ist, damit leben zu müssen. Und man muss konstant damit leben. Also es ist nicht so, als ob man irgendwann schwupps geheilt werden kann und dann führt man ein normales Leben. Selbst während der besseren Phasen hat er immer Angst, dass es irgendwann wieder ausbrechen kann. Und was ich daran so besonders eindrücklich fand beim Lesen, abgesehen davon, dass es einfach schon so eine unglaubliche Erfahrung ist, das mal wirklich schonungslos beschrieben zu bekommen, ohne irgendwelche rosaroten Wolkenschlösser zwischendurch, die versuchen das Ganze noch so ein bisschen milder zu beschreiben, war, dass er ja während seiner Krankheit auch schon seine Schriftstellerkarriere begonnen hatte. Er beschreibt dann bestimmte Events, wo er war, Preisverleihungen etc. Und ich finde, man kann sich kaum vorstellen, wie es sein muss, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen als bekannter Mensch, als Mensch, an den auch gewisse Erwartungen gestellt werden und das gleichzeitig aber eigentlich gar nicht mehr zu schaffen und auch gewisse, ja, manische Verhaltensweisen an den Tag zu legen vor Leuten, vor denen man es nicht tun sollte. Also er erwähnt in diesem Buch, ich glaube, es war der Surkamp Verlag, mit dem er eine Zeit lang ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis hatte, weil er sich eben Dinge geleistet hat, die er sich niemals hätte leisten dürfen im Zuge seiner Krankheit. Und ich stelle mir dann immer vor, wie es mir gehen würde als, keine Ahnung, Lektorin des Surkamp Verlages und dann steht jemand vor mir, der sich so benimmt und man kann es eigentlich gar nicht richtig greifen und nicht richtig fassen und man denkt wahrscheinlich nur, keine Ahnung, er hat irgendwie zu viel getrunken oder er ist einfach verrückt und weiß in dem Moment gar nicht, dass dieser Mensch an einer ernstzunehmenden Krankheit leidet, für die er selbst nichts kann. Es gibt natürlich Dinge, also er beschreibt in seinem Buch selbst, dass viele sich dann dem Alkohol zuneigen und den Drogen zuneigen, was die das Ganze natürlich noch schlimmer und nicht besser machen, aber sie können auch nicht anders, weil sie so verzweifelt sind. Aber letzten Endes ist es eben doch eine Krankheit, eine neuronale Krankheit, die man niemals richtig loswerden wird und wo man irgendwann noch an den Punkt kommen muss zu sagen, okay, ich brauche Medikation, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Es ist wahnsinnig schwer, über dieses Buch zu sprechen und zu beschreiben, was dessen Inhalte sind. Ich kann euch nur sagen, dass es sich wirklich lohnt, es zu lesen. Es ist nicht immer einfach, aufgrund der Sprache, aufgrund der Tatsache, dass er selbst diese Episoden manchmal stückweise zusammensetzen muss, es nicht immer einen linearen Ablauf gibt, was seine Erinnerungen angeht. Aber es lohnt sich sehr für diese besonderen Einblicke und für den Mut des Autors, seine Krankheit so zu beschreiben, wie sie eben nun mal ist. Ohne sie zu beschönigen, ohne irgendeinen Leser im Zuge des Schreibens noch beruhigen zu wollen. Er legt die Karten so auf den Tisch, wie sie sind und das ist manchmal nicht schön und das ist manchmal nicht angenehm. Aber das ist eben Teil des Lebens und ich finde es wichtig, dass es solche Bücher gibt und dass solche Bücher gelesen werden und dass sie eben durch den Buchpreis auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, weil ich glaube, es ist keine leichte Aufgabe, die schlimmsten Momente seines Lebens schwarz auf weiß in einer Buchhandlung stehen zu haben. Dementsprechend empfehle ich euch Die Welt im Rücken auf jeden Fall. Schaut es euch mal an, für mich war es sehr lohnenswert. Man muss den Kopf frei haben dafür, man muss sich Zeit nehmen, aber das ist auf jeden Fall wert. Gerne schreibt mir, wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Ich habe bei Instagram schon gesehen, als ich ein Bild davon gepostet habe, dass das Interesse an dieser Rezension relativ groß war. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, ob das Buch was für euch sein könnte oder nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!